Okay, stell dich doch mal vor, was studierst du, wie alt bist du, wie heißt du? Also ich bin Maxi, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere MUK, also Medien und Kommunikation im ersten Semester. Hi, ich bin Corby, ich bin noch 21 und bin jetzt im fünften Semester JOKO. Ich bin der Jakob, bin 21 Jahre alt und studiere im fünften Semester MUK. Ich bin Lukas, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Medien und Kommunikation. Hi, ich bin Timo, bin 22 Jahre alt und studiere MUK. Hi, ich bin der Santiago, 20 Jahre alt und ich studiere auch MUK. Ja, Fun Fact ist, dass ich eine Obsession mit dem Film American Psycho habe und mit dem Hauptdarsteller Patrick Bateman. Ja, ich verliere gerne Sachen, ob Schlüssel oder Geldbörse oder Handy. Ein Fun Fact über mich ist, dass ich der Uni noch 3000 Euro schulde. Ich kann den Film Shoot Is Manitou beinahe auswendig mitsprechen. Ich glaube, ich habe mich so die letzten 2 Monate ausschließlich von Nudeln mit Pesto ernährt. Mein Fun Fact ist, dass ich seit Jahren vergeblich auf meinen Bartwuchs warte. Der kommt aber nicht. Hi, ich bin die Mona. Ich bin 20 und ich studiere Grundschullehramt. Und ein Fun Fact über mich ist, dass mein Zimmer immer so super unordentlich ist, dass wenn meine Mitbewohner in mein Zimmer reinkommen, dass die erstmal ein bisschen geschockt sind und direkt wieder raus wollen. Also die erste Aufgabe an euch ist, dass ihr euch bitte mal in 3 Worten beschreibt. Ich würde sagen, dass ich überpünktlich bin, manchmal ein bisschen faul, aber auch offen. Dafür hast du jetzt eine halbe Stunde überlegen. Ja, ich bin überarbeitet, untervögelt, aber trotzdem ganz lieb, würde ich sagen. Okay. Laut, lustig, lang. Okay. Ich bin offen. Direkt und manchmal ein ziemlicher Quatschkopf. Spontan, lustig, Guacamole. isst du einfach gern Guacamole oder beschreib dich das? Nicht. Irgendwie. Guacamole ist doch ein nicer Snack, oder willst du Nachos? Mhm. Okay. Ich würde sagen, ich bin ziemlich albern, chaotisch, aber trotzdem zuverlässig. Und dann habe ich noch eine Frage an euch. Wer ist denn euer Celebrity Crush? Celebrity Crush. Also ich würde immer noch sagen, dass es Megan Fox ist. Seit so Transformers, glaube ich, haben viele Männer sie als Celebrity Crush. Ja, ich bin also gerade wahrscheinlich keinen, aber ich hätte so gesagt, der Klassiker Emma Watson oder so, ne? Weil sie halt Emma Watson ist. Ja, war schon richtig. Lass uns das. Ja, aktuell auch schwierig. Ich würde sagen, so vor kurzem war so Lily Collins. Madison Beer. Boah, ich finde es auch schwierig, aber ich würde sagen, vielleicht Gal Gadot. Wer ist das? Das ist die Dings spielt Wonder Woman. Ja, also ich kenne mich ziemlich schlecht aus mit so Schauspielernamen. Aber die von, weißt, kennst du die von Game of Thrones? Die mit den weißen Haaren? Ja, die finde ich schon sehr nett. Emilia Clarke, meine ich. Ja, richtig. Ja. Okay. Ja, also ich habe mich für einen Kandidaten entschieden, der leider raus ist. Und zwar ist Kandidat Nummer 2. Also die Wortwahl war ein bisschen, ja. Ich finde, das war mir eine Ehre. Das ist stark. Ich wünsche euch viel Ja, ich finde es ja schade, dass ich rausgeflogen bin, aber das ist halt so. Ich konnte halt nicht überzeugen. Ne? Das nächste Mal machen wir eine Sendung, da sitze ich hier und 6 Mädels da drüben. So. Okay, wir spielen jetzt ein kleines Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich stelle euch nochmal 2 Fragen. Und zwar geht das so, also ich sage, sie ist eine 10 von 10, aber... Und beende dann den Satz und ihr sollt mir bitte nacheinander beantworten, was sie dann für euch ist. Die erste Frage ist, sie ist eine 10 von 10, aber nie beim Feiern am Start. Ja, so eine 3,5 von 10. Ja, was soll ich da begründen? Ich gehe halt sehr gerne feiern, auch mit meinen Freunden, weil ich relativ viele Freunde habe. Und deswegen finde ich, das wäre schon cool, wenn sie da auch mitkommt und ich mit denen verstehe. Die Frage ist natürlich auch, kommt sie mit zum Vorglühen? Oh, okay. Ja, wenn du ganz nett fragst. Okay, ja, dann würde ich sagen eine 9 immer noch, weil für mich aus muss es nicht unbedingt direkt dann in den Club gehen oder sonst wo, aber wenn man schon so ein bisschen gesellig ist und dann beim Vorglühen schon mal dabei ist, dann dürfte das nicht zu viel abzugeben. Okay. Bleibt eigentlich eine 10 von 10, finde ich. Also es kommt auch darauf an, von was man jetzt redet. Einfach jetzt ein
random Mädel oder um eine, mit der man schon irgendwie was Längeres will? Ja, es geht schon um deine potenzielle Freundin. So. Ja, dann bleibt es eine 10 von 10. Die kann ja machen, was sie will. Aber das hätte ich ja auch wissen müssen. Ich dachte, es geht generell. dann hätte ich natürlich auch gesagt 10 von 10, weil sonst wäre sie ja nicht meine potenzielle Freundin. Aber es kann euch ja trotzdem stören. Also ich finde das völlig okay. Für mich bleibt das eigentlich eine 10 von 10. Wir können ja gleich nochmal eine andere Reihenfolge machen, dass ich mal 1 anfangen muss. Weg bin ich gleich raus. 9 von 10 auch. Also das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist ein absolutes No-Go oder so. Und solange man trotzdem noch irgendwie mit Freunden gemeinsam irgendwas machen kann, geht das ja auch vollkommen fit. Okay. Und Nummer 1, willst du dich nochmal irgendwie korrigieren oder so? Ach so, ja, also wenn es hier jetzt so rumgeht, dann würde ich sagen schon noch 8 bis 9 von 10. Okay. Bei mir wäre es auch so zwischen 7 oder 8, einfach weil ich auch viel und gerne feiern gehe, zu Bar oder sowas, so entspannt was trinken, vor allem halt auch, ich mag das immer gerne, neue Leute kennenzulernen, wenn die da nie dabei ist, irgendwie dann wird es schon fehlen, glaube ich. Sie ist eine 10 von 10, aber sie kommt immer zu spät. Ja, da ich überpünktlich bin, nee, also das finde ich jetzt ehrlich nicht so schlimm, weil ich irgendwie gewohnt bin, dass irgendwie immer jemand zu spät kommt, also für mich ist sie immer noch eine 10 von 10, ja, ich genieße dann einfach den Moment kurz für mich noch und dann, ja. Ich sehe da jetzt auch kein Riesenproblem dran. Klar, wenn es jetzt so eine halbe Stunde jedes Mal ist, dann wäre es schon lästig, dann gäbe es ja schon einen großen Punktabzug. Aber ansonsten würde ich auch sagen, immer noch 10 oder 9. Da ich auch nicht immer pünktlich bin, finde ich es auch eigentlich völlig okay. Das ändert ja nichts an der Persönlichkeit, also auch vielleicht eine 9,5. Also ich würde sagen 11 von 10, weil ich komme eigentlich immer so 5 bis 10 Minuten zu spät. So ab einer halben Stunde wird es dann schon schwierig, aber dann kommt man pünktlich an, wenn man zusammen verspätet ankommt. Ja. Ja, auch safe eine 10 von 10. Also am Anfang bin ich immer noch der Pünktliche, aber so im Laufe der Zeit bin ich dann auch immer der, der zu spät kommt, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm. Die zweite Frage kann man schon wirklich gut auf mich beziehen, also ich bin leider wirklich oft immer ein bisschen zu spät. Und deswegen würde ich Kandidat 1 rauswählen. Es würde mir dann ein bisschen leid tun, wenn er oft länger auf mich warten müsste. Ich lass keinen hängen. Hi. Hi. Also die erste Frage ist, auf welches Festival mit welcher Musikrichtung würdest du mit mir gehen? Also ich bin schon eher dann so Elektronik-Fan, also so EDM, darf auch ein bisschen Richtung Dubstep gehen vielleicht, so Melodic Dubstep, ja sowas finde ich schon ganz cool. Okay. Das wär... Also bei mir würde sich natürlich dann auch nach deinem Musikgeschmack richten, aber entweder auf dem Hip-Hop-Festival oder auf dem Techno-Festival. Mhm. Zum Beispiel aufs Perukaville, wenn ihr das was sagt. Ich würde am liebsten, glaube ich, auf ein Ami-Rap-Festival gehen, weil das so eigentlich die Hauptmusikrichtung ist, die ich höre. Mhm. Also ich bin halt kein Fan von so harten Techno. Also ich mag halt sehr gern so Deutschrap, BHZ und sowas, aber halt auch so, ja jetzt, solange es nicht so zu krasser Techno ist, aber sonst Techno finde ich auch sonst eigentlich ziemlich cool. Ja. Ja. Okay. Dann die zweite Frage ist, was für ein Vorurteil haben Menschen über dich, das aber gar nicht stimmt? Okay, also bei mir ist es oft so, dass wenn ich Leute kennenlerne, mir immer sehr, ziemlich schwer fällt, dann irgendwie so beim Schreiben immer mit dem in Kontakt zu bleiben. Also ich muss die Person dann immer schon öfters auch in Person sehen, weil ich das einfach irgendwie nicht hinkriege, irgendwie den Kontakt aufrechtzuerhalten. Und deswegen denken oft einfach Leute, dass ich dann gar keinen Bock auf die habe. Was aber eigentlich gar nicht stimmt. Also ich würde sagen, dass viele Leute denken, dass ich arrogant bin. Ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht weil ich relativ selbstbewusst bin oder so. Oder auch offen auf Leute zugehe. Bei mir ist es tatsächlich genau das Gleiche. Vor allem bei neuen Menschen werde ich echt oft, ja, arrogant, unsympathisch vielleicht wahrgenommen. Aber das sagen die dann auch immer, wenn die mich halt dann kennenlernen, dass es halt gar nicht so ist. Oder genau das Gegenteil eigentlich. So richtig, woran das liegt, weiß ich auch nicht, aber... Mittlerweile habe ich mich auch, glaube ich, ein bisschen damit abgefunden und ist mir ein bisschen egal auch. Ich glaube, auch bei mir ist so, dass viele Leute erstmal denken, dass ich so ein bisschen auch laut dann sein kann, dass ich dann so sehr extrovertiert bin. Dabei mag ich es auch manchmal einfach ganz gerne mal so ein paar Tage auch einfach nur alleine da zu sitzen oder irgendwie was Entspanntes zu Hause zu machen. Ja, ja, also ich glaube, ich habe mich für Kandidat Nummer 3 entschieden, weil ich, glaube ich, mit deiner Musikrichtung so viel anfangen kann. Ja, kann man verstehen. Jungs, viel Glück euch noch. Hallo, jetzt geht's Jungs, jetzt
Ja, viel Spaß mit den anderen. Ja, dass ich rausgeflogen bin, ist natürlich schade. Die anderen Jungs, die haben jetzt noch Spaß und ich glaube, am Ende findet sich ein gutes Match. Was wäre, wenn wir auf unser erstes Date gehen? Was würden wir denn gemeinsam unternehmen? Ich bin ein sehr großer Freund so vom Kochen. Mhm. Deswegen, wenn ich die Person schon irgendwie ein bisschen länger kenne, dann lade ich die safe zum Kochen ein. Und wenn ich die Person jetzt nicht so gut kenne, dann ist eigentlich der Klassiker halt Kaffee und dann spazieren gehen. Weil ich meine, wenn es dann nicht läuft, dann kann man immer noch einfach irgendwie sagen, dass man jetzt irgendwas Termin hat oder so. Und dann ist es nicht so unangenehm wie beim Essen. Also ich würde, glaube ich, irgendwas machen, wo man ein bisschen Aktivität dabei hat. Vielleicht irgendwie in den Freizeitpark oder jetzt im Winter Rodel gehen oder sowas. Das finde ich eigentlich immer ganz cool. Das heißt dann du? Ja, klar. Kann ja auch ein kleiner Freizeitpark sein. Mit Studentenrabatt. Ich würde, glaube ich, einfach mit dir spazieren gehen, weil ich finde, da kommt man immer auf sehr... kann man am besten miteinander reden, vor allem am Anfang. Kommt man irgendwie auf gute Gesprächsthemen. Ich glaube, Kandidat Nummer 5 muss leider raus, weil an sich bin ich auch voll dabei, wenn irgendwie so bei spontanen Aktivitäten und so, aber beim ersten Treffen ist es vielleicht schwierig, sich da gut näher kennenzulernen. Genau. Super, super. Ist gut, war mir eine Freude. Hi. Ich habe noch eine Frage. Stellt sie keine Frage mehr? Ja, doch. Wieso macht ihr denn hier mit? Weil ich gefragt wurde, ob ich hier mitmachen will und mitgemacht habe. Also ich habe die Nachricht in dem Chat gefunden von meinem Studiengang. Mhm. Und ich war hier noch mit zwei anderen Freunden. Und das war irgendwie noch ganz am Anfang. Und da waren wir so, ja komm, probieren wir mal aus. Und dann einfach so just for fun. Und jetzt bin ich hier, ja. Okay. Mit dem hast du jetzt nicht gerechnet, Lukas. Ging nach hinten los. Okay, Lukas und wie heißt der andere? Santiago heiße ich. Okay. Der Name, dann 1-0 für dich. Schön, gell? Weiches Blauschen. Also die Outfits sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich finde aber auf jeden Fall beide nicht schlecht. Also man sieht, dass ihr euch einigermaßen Mühe gegeben habt. Ich würde sagen, dass ich Nummer 6 noch ein bisschen besser finde. Das würde ich so mit einer 9 von 10 bewerten. Weil es halt nicht so Standard ist. Also im Gegensatz dazu ist halt Nummer 4. Ja, so kleidet sich halt der Großteil der Studenten hier in Passau. Würde ich sagen. Aber ist trotzdem natürlich nicht schlecht. Also vielleicht auch so eine 6,5 bis 7 von 10. 7 nehme ich. Ja, dann 7 von 10 bekommst du. Genau, deswegen finde ich Nummer 6 ein bisschen ansprechender. Und jetzt? Hi. I'm sorry. 3, 2, 1. Und Santi. Also jetzt nochmal für dich. Santi, weißt du? Corona, gell? Ja. Was studierst du? Grundschullehramt. Schon hast du erzählt. Welches Studium? Semester? Ja. Was haltet ihr voneinander? Ja, ich bin auf jeden Fall positiv überrascht, ja. Dankeschön. Ja. Also ich, keine Ahnung, ich wusste halt gar nicht, was jetzt hier auf mich zukommt, deswegen, ja, so. Ja, mir geht's ja genauso. Ja. Also ich wusste ja auch nicht, wer hier mitmacht. Denkst du, das ist jetzt so scheiße, oder? Nein, auf keinen Fall. Okay. Genau, also ich war ja eh schon positiv überrascht von deinem Outfit, habe ich ja auch schon bewertet. Ja. Okay, cool. Genau, cool. Und das mit dem Kochen hat mich überzeugt, ja, weil ich koche auch ziemlich gern. Das ja finde ich cool. Sollst du nach ihrem Insta fragen, nicht so rumdrucksen, Mensch. Okay. Kann ja auch später machen. Also über mein letztes Match habe ich mich ziemlich gefreut. Da waren wir gleich mega sympathisch und das Outfit habe ich ja eh davor schon gesehen. Total nett kam er rüber. Okay, schon? Ja, crazy. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich es hier gewinne. Aber ja, hat Spaß gemacht und gerne nochmal. Naja, ne, schon, aber...
Also, ich muss sagen, ich fand es ganz witzig. Ja, ich bin leider natürlich schon in der zweiten Runde rausgeflogen, weil ich pünktlich bin. Gut. Ja, ich fand das Konzept ganz cool, hat Spaß gemacht, war eine lustige Runde. Ich gönn's den Gewinnern. Ich glaube, die passen ganz gut zusammen. Also, ich fand's auch gut. Vor allem fand ich es interessant, dass man sich unter der Stimme was ganz anderes vorstellt, was dann am Ende wirklich rauskommt. Und ich will meinen Funfact gerne nochmal ändern vom Anfang an. Mein neuer Funfact ist, mein Lieblingslied ist Böhmischer Traum von den Kasselroter Spatzen.